Hallo und herzlich willkommen hier bei Raft. Irgendwo hier springt der liebe Klamautermann rum und mein Name ist Tommy und wir spielen Raft und da, wo der Finger hinter dem Klabbi, da wollen wir jetzt hin. Das ist eine große Insel, da wären wir direkt. Aber Klabbi, versprich mir eins. Wir gehen da jetzt gleich zusammen drauf. Okay. Ich mach mein Inventar leer. Gut, ich mach mein Inventar jetzt gerade leer und dann... Klabbi also, was ist nämlich du... so ein kleiner Inselhüpfer. Ja, der hüpft also, was du mitnehmen solltest, sind was zu essen, was zu trinken, genug zu trinken, auch vorher genug getrunken haben, auch vorher genug gegessen haben. Mach ich. Was wir nicht brauchen, ist alles in Richtung Palmwedel, Metall, Schrott, Holz, Gedöns. Wenn du einen Flitzebogen hast, lohnt sich das sicher? Ja, mein Flitzebogen ist tatsächlich kaputt fast. Dann bau dir doch mal einen neuen. Ich weiß nicht, was wir für Tiere treffen. Lass uns die Zeit noch nehmen. Wir sind ja eh noch nicht so richtig gleich, da. Wir müssen gleich Anker lichten. Ja, ich mach das mit dem Anker. Bau du dir einen neuen Flitzebogen. So, ich mach jetzt hier gerade mal ein bisschen Taralas. So, das ist eine Planke. Die kann jetzt auch bei mir noch planken. So, ich schnapp mir nur was zu trinken, noch was zu essen. So. Dann trinke ich und esse ich noch was. Oh, das muss ich auch gleich noch machen. Huch. Na? Gucken Sie her. Ich bin so rausgucken. So. So, ich habe den Anker runtergelassen. Und leider hat die Vogelscheuche, die du gebaut hast, nicht gefunkt. Hat. Der nicht? Vogel hat wieder was. Okay, da hinten am Horizont in die Richtung, in die ich gucke, da war eben so ein kleiner Vogel, der... Oh ja, ich habe es gesehen. Ich muss einen Bogen bauen, oder? Was brauche ich denn dafür? I drücken. Ja, bin dabei. Planke, Seil, Bolzen. Okay. Planke, Seil. Wo kommt denn Bolzen her? Waren hier Bolzen? Ich habe keinen Überblick mehr hier. Wir hätten von vornherein irgendwie richtig mit System arbeiten müssen. Ich dachte, du hast ein System. Ich bin ja gerade im Umbauen. Ich bin doch gerade im Umbau, du Pappnase. Selber Pappnase. Mann! Du erzählst irgendwie seit gefühlt 3 Folgen, dass das System nicht stimmt und dass du es jetzt umbaust. Ja. So, ich habe einen einfachen Bogen. Ich habe gerade den Bruce nochmal platt gemacht. Das heißt, der lässt uns jetzt. Stein, in nächster Stein. Zeit in Ruhe. Und Tommy, ich glaube, wir können uns ganz in aller Ruhe lassen, weil wir gehen erst einmal schlafen. Ja, das ist eine gute Idee. Dass wir nicht im Dunkeln eine Insel erkunden. Ist recht. Ich muss nur... Ich bin ganz aufgeregt. Ich merk's. Ich merk's. Ja, das ist das erste Mal, dass wir im Spiel mal so eine Insel finden. Das ist wahr. Und irgendwo muss auf der Insel ja ein Funkempfänger sein, weil das Funksignal hat uns ja hingeführt. Und wir haben ja gelernt, wenn es funkt, ist es über Wasser. Das stimmt. Das stimmt. Ich bin immer zu aufgeregt. Ich merke es. So, haben wir noch Steine. Ich baue gerade übrigens ganz, ganz viele Pfeile. Endlich kann ich die Steine benutzen. Oh, jetzt habe ich eine Möwe aufgescheucht, die auf unserem einen Turm saß, aber es lag nur eine Feder im Nest. Die Federn haben wir auch ganz viel. Lass uns soweit fertig machen, dass wir sagen, wir können dann aufbrechen und schlafen gehen. Ja.
Bolzen. Scharniere. Wir müssen uns das tatsächlich merken, weil wir müssen, wir können irgendwie nicht. Obwohl, ich könnte das Schild. Ich könnte ein Schild. Wo habe ich die Schilder jetzt abgepackt? Warte mal. Tommy, machen wir doch kurz die Nacht durch. Warte mal. Wollen wir. Okay. Nein. Ja, weil ich bin jetzt die ganze Zeit schon vorbereitet, um auf die Insel zu gehen. Und du baust kein Bolzen Stress. Und Scharniere. Ja, nein, ich baue keine Bolzen. Kein Stress. Der Herr. Kein Stress, der Herr. So, pass auf. Ich mache jetzt erstmal hier ein Schild. Aber wie kann ich denn die Schilder irgendwie... Und dann beschwert er sich, dass ich dann auf die Inseln schon mal vorgehe. Unmöglich, der Mann. Ja, aber... So, warte. Bolzen. Scharniere. Erledigt. Guck mal, Klappi, guck! Komm her, guck's dir an! Bolzen leer, Scharniere leer. Stimmt da gar nicht, Mann. Mist, ich hätte es rausnehmen müssen, das Zeug dann. So, geh mal schlafen. Ich muss mein Inventar noch leer machen. Warte. Ich weiß, das willst du nicht hören. Also wenn es jetzt hell wäre, Tommy, würde ich jetzt sagen, du, ich gehe jetzt schon mal vor. Nix da. So. So, lass uns pennen, komm. Lieg schon im Bett. Ich liege, oh. Du lagst quasi schon bereit. Ich lag schon bereit. So, dann lass uns noch schnell was essen. Boah, ich bin total aufgeregt. Total aufgeregt, ja. Und dann? 3, 2, 1, yippie! Yay! Na super, gelbe Blumen gibt's. Melonen gibt's hier. Ah, super. Stark, boah, sind die groß, die Inseln hier, Wahnsinn. Okay, hier ist scheinbar nichts. Das ist scheinbar so ein Weg aufwärts zu sein hier. Also von dem Vogel weiß ich nur, dass er dann irgendwann Steine aufhebt und sie auf einen fallen lässt. Und irgendwo, okay. muss es auch so eine Art Wildschwein geben, das wohl ziemlich stark ist. Ja, dann renn mal bitte nicht so schnell. Da ist jetzt nämlich der Vogel. Wenn er sich auf den Boden setzt, hat er dich gesichtet. Hier rennt ein Vogel rum. Ein Huhn. Der kommt und will einen Stein auf dich werfen. Alter! Hast du gesehen, wo er hin ist? Wildschwein. Jetzt hat Tommy so ziemlich alles, was man aufscheuchen kann, auf einmal aufgescheucht. Und der Vogel kommt auch. Ich bin in eine Höhle gerannt, das war nicht klug. Ich hab Sand gefunden. Und ein Wildschwein. Hast aber... Ich kann dir leider mit dem Wildschwein nicht wirklich helfen. Hilf mir. Wo ist es denn? Okay, jetzt hat es mich gerammt. Das war ein Klappi-Pfeil, der hat es getötet. Alter. Oh, das war der Stein. Oh, ich muss mich irgendwie heilen gerade. Oh, ich habe Pilze gefunden. Boah, dieser Vogel ist riesig. Und hier gibt es irgendeine... Hier war jemand in der Höhle drin. Ja, ich war gerade hier drin. Nein, hier war vor uns jemand schon. Ja, warte mal. In welcher Höhle bist denn du jetzt? Na, in der Höhle, in der du warst. Hast du den Sand aufgehoben? Kann man nicht aufheben. Doch, du brauchst eine Schaufel, Mann. Hast du eine Schaufel dabei? Nee, wir haben keine Schaufel dabei. Da müssen wir gleich nochmal wiederkommen. Schaufel? Ja, aber hier hinten war jemand. Und ich glaube, ich brauche dich, um... damit wir hier die Kiste bergen können. Das geht alleine nicht. Ja, das, warte mal. Du bist, ich weiß gar nicht, wo du bist. In der Höhle, in der du warst? Du bist nicht in der Höhle, wo ich drin war. Tommy, dreh dich mal um. Hier. Ach, da geht's lang. Hab ich gar nicht gecheckt.
Ach, man muss da hoch. Jetzt habe ich es. Ich brauche dich doch nicht. Da oben ist eine Kiste. Ja. Cool, war eine Schaufel drin. Scharnier, Glas, Stahl, Holz. Nee. Ich guck mal gerade, was wir für eine Schaufel brauchen. Wahrscheinlich. Metallbahn, Bolzen, Planke. Ach, das Rezept hatten wir schon. Ja. Und Sand brauchen wir doch. Hast du ein. Beziehungsweise Dreck ist das, ne? Hast du einen Metallbahn? Nee, nicht mit. Tatsächlich. Aber lass mal die. Schade, weil einer war in der Kiste. Was, einer was? Metallbahn. Aber halt nur einer. Nee, wir brauchen nur einen. Ja, hast du einen Bolzen dabei? Nee. Vorsicht, Piepmatz. Wie schießt ihr denn mit dem Pfeil und Bogen? Rechte Maustaste? Spannen? Linke Maustaste schießen. Ah, jetzt hat er mich im Visier. Ich hab ihn erwischt. Wo ist er denn? Der fliegt hier noch rum. Eigentlich ist er. Ich kämpfe jetzt gegen den Vogel. Also, wenn du das rauskriegst, wo er sich denn. Ui, der hat mich volle Möhre erwischt gerade. Der ist doch ganz schön stark. Ja. Also wir brauchen bestimmt 4-5 Pfeile. Oh was? Oh, 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 oh. Boah, das ist richtig anstrengend hier. Okay, jetzt sehe ich, wo er sein Dings holt, aber ich glaube, ich erwische ihn da nicht. Ah! Ich glaube, ich habe dann immer, wenn er auf mich zukommt, habe ich eine Schade. Wenn du da unten stehst, ist gut. Dann kannst du ihn beim Aufladen. Und ich kann ihn beim Abladen versuchen zu kriegen. Ah ne, jetzt hat er auf dich geschossen. Nee. Ja, so ein bisschen in Bewegung musst du halt echt bleiben, ne? Naja, du hast halt die Chance, wenn er dich im Visier hat und du ein bisschen weiter weg stehst, dann fliegt er relativ lang, fliegt er auf dich zu. Der holt sich aber immer irgendwo random die Steine. Ja, da kommt er nicht hoch. Nee. Ich habe versucht, den Berg hochzukommen. Boah, wie anstrengend. Ist das schwierig, den zu treffen. Ey, ohne Mist, ne? Demnächst stecken hier überall in der Insel Pfeile von mir drin. Ah, vielleicht kann man hier was mitmachen. Hier ist so ein Vorbau. Hat er ihn auf mich geworfen? Ja, der ist auf dem Ding gelandet, auf dem Felsen. Aber er hat mich nicht getroffen. Ich hab ihn getroffen. Ich nicht. Ah, okay. Dann fliegt er woanders hin, um sich einen Stein zu holen. Okay. Sehr gut. Ich biete mich mal wieder als Opfer an. Hallo, huhu, hier. Hol dir Schrott. Ah, okay, jetzt sehe ich nicht, wo er herkommt. Sagst du, wenn er losfliegt? Jetzt fliegt er. Okay, aber er fliegt zu dir. Nee. Okay. Super, das mit dem Vordach ist echt cool. Ja, aber ich krieg ihn halt nicht. Ich schieße immer an ihm vorbei. Ich habe ihn schon zweimal getroffen. Natürlich Reichweite nicht so gut, ne? Ja, vor allem dieses, also ich habe das noch nicht raus, wie weit ich vorhalten muss.
Hinterm Baum versteckt ist er. Boah, ist das anstrengend. Ich weiß gar nicht, wie weit ich. Ich glaube, der Pfeil kommt doch gar nicht so weit. Haben wir ihn? Also hat er. Nein. Nee, nee. Wo ist er denn? Ah, da. Bei mir. Ah, du bist zu mir! Sag's doch! Hast du ihn getroffen? Ich habe ihn getroffen einmal. Okay, jetzt haben wir ihn dreimal getroffen insgesamt. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Jetzt sehe ich ihn. Aber ich musste hüpfen, damit er mich nicht trifft. So, stecken auch Pfeile in dem drin. Ich sehe es auch nicht wirklich. Okay, er fliegt wieder. Scheinbar zu dir. Huch. Alter. Boah, ich bin nicht zusammengezuckt gerade. Schön. Der Bogen ist kacke. Boah, ich habe ihn getroffen. Aus nächster Nähe. Aber er fliegt noch. Ich höre ihn noch flappen. Ich sehe ihn nur nicht mehr. Also 4 hat er kassiert. Da unten ist er. Okay. Ich glaube, er kommt zu dir. Näher kommt. Doch, er hat schon wieder abgeworfen. Wieder getroffen. Und ich habe keine Munition mehr. Und mein Bogen ist gleich kaputt. Ich stelle mich mal unter diesen... Oh, will zu mir? Ich stelle mich mal unter diesen Vorstand und guck mal, ob ich mir neue Pfeile craften kann. Ich brauche Federn. Scheiße. Die habe ich natürlich nicht dabei. So weit kommt der Bogen auch gar nicht, sehe ich nämlich gerade. Soll ich zum Floß laufen und Federn holen? Nee. Ich glaube, wir brechen das jetzt mit dem Piepmatz hier auch ab. Ist auch ein bisschen langweilig fürs Let's Play. Naja, wenn wir ihn irgendwann erwischen. Na, bring Barren mit. Für die Schaufel, beziehungsweise Bolzen. Bin gerade hinter dir hergelaufen. Ach so. Wie viele Pfeile hast du denn noch? Hier, komm her. Kostet nochmal 30. Okay, dann haben wir doch aber eine realistische Chance. Gut, okay, mein Bogen wird irgendwann kaputt sein. Ich wollte gerade sagen, und wir brauchen eine Schaufel, damit wir den direkt mitnehmen können. Ja, da ist er. Hat seinen Stein über mir abgeworfen. Ich stehe auf diesem Vorsprung. Du hast ihn getroffen. Und er ist tot. Ey, cool. Warte mal, lass mir erst die Pfeile rausholen. Hast du? Ja. Yeah. Okay. Und jetzt halte ich den Vogel gedrückt. Federn. Genau. Federn. Federn. Roher Geflügelschenkel. Und ein Kreischerkopf. Geil. Ja, sieht doch nett aus. Ja, voll straight hier. So, dann sollten wir, obwohl es jetzt dämmerig und diesig und eklig wird, gucken, ob wir irgendwie auf den Gipfel raufkommen, solange uns dieser Vogel jetzt nicht mehr durch die Gegend scheucht. Also man kann auch nicht alle Bäume irgendwie fällen. Nee, da gibt es scheinbar auch welche, die nicht gefällt werden wollen. Okay, wo ist der Gipfel? Oben? Keine Ahnung. Das war eine exakte Antwort auf deine Frage, Tommy. Dankeschön. Das, Ich glaube, du hängst gerade da, wo ich letztes Mal versucht habe, hochzukommen. Ja,
Ich will mal gucken, ob man hier irgendwo hochjumpen kann. Vielleicht kann man irgendwo hochglitschen oder so. Du musst da weiterlaufen. Das sieht aus, als ob es nicht weitergeht. Da, wo du meintest, dass man hochglitschen könne. Und dann kann man da einfach hochlaufen. Hier gibt es giftige Beeren. Okay. Also einfach da, wo man meint, hochklitschen zu können, einfach weiterlaufen am Ufer entlang. Man meint, es geht da nicht weiter. Und dann geht es doch weiter. Okay, warte mal. Ich bin auf dem Weg. Nee, geht's auch wirklich nicht weiter. Du musst steil am Ufer lang rennen? Steil am Ufer. Keine Ahnung, wo du bist. Guck mal bitte, wo du. Wo bist, wo bin ich? Ich weiß nicht, wo du bist. Ah doch, da bist du doch. Ah, okay. Du hast doch richtig gemacht. Das ist jetzt der Gipfel? Keine Ahnung. Hier hinten ist noch irgendwas. Also können wir gelbe Blumen machen. Nix, ne? Ne, gelbe Blume ist das gleiche wie braune. So, Kreischerkopf. Ah, wenn man hier jetzt wieder runterläuft, dann kommt die Station, wo sie uns hinlotsen wollten. Hier hat jemand Ananas angepflanzt und hier hat jemand eine kleine Radaranlage aufgebaut und da steht eine Kiste. Sag mal, was drin war. Schrott, Glas, blanke Bolzen, Scharniere. Sehr gut. Aber nichts, was irgendwie wie ein Zettel oder sowas aussieht? Was uns die Position des. Oder was uns quasi den nächsten Kanal verrät, den wir benutzen müssen? Nope. Nichts dergleichen. Vielleicht gibt es noch eine zweite Kiste oder so. Ist das hier Inventar? Gelber Samen. Kann hier bleiben. Schade, dann gehört das scheinbar nicht zur Story. Oder wir müssen tatsächlich noch suchen gehen. Und es gibt hier noch irgendwas, was wir nicht entdeckt haben. Das kann gut möglich sein. Der heilige Mangobaum, ich fäll ihn mal. Ja, nimm mit, bring die Früchte mit. Die Früchte deiner Arbeit. Und die Ananase bringe ich auch mit. So, das ist der Ort des Geschehens, wo wir gerade waren. Dann bin ich jetzt auf der Höhle. Genau, da müssen wir gleich nochmal rein. Genau. Ansonsten von hier oben überblickst du so ziemlich alles. Mhm. Es wirkt jetzt nicht so, als... Es könnte noch ein weiterer Ort unter Wasser irgendwo sein. Dass man quasi von unten irgendwie in eine Höhle reintauchen kann. Oh, das wäre jetzt aber sehr weit hergeholt, oder? Ist das weit hergeholt? Also früher hatten sie an jeder Insel irgendein Versteck, wo so eine Kiste und halt so eine Konstruktion von irgendeinem vorhergehenden Überlebenden war. Ja. Und wenn auf der Insel nichts war, war unter der Insel was. Aber das war halt Early Access. Aber so der Gedanke ist ihnen nicht fremd, dass man vielleicht auch unter Wasser suchen muss. Wobei ich glaube, ich bin relativ voll. Ich werde jetzt erstmal zurückgehen zum Floss. Was bist du denn hier? Was ich bin? Oh. Der Klabautermann? Hier ist ein Fisch, der ist explodiert. Ah, sehr schade. Da hätten wir unser Schießpulver hergekriegt. Nee, der ist doch nicht tot. Dann guck, ob du ihn mit dem Bogen abschießen kannst. Aber lass ihn nicht zu nah rankommen, dass er explodiert. Und wenn du ihn getötet hast, nimmst du ihn mit. Also nimmst du nicht ihn mit, sondern erntest du ihn. So wie du den Greifvogel eben geerntet hast. Der steckt aber ein, ne? Ja. Und wenn du bei der Explosion in der Nähe bist, teilt er auch aus. Aber erstmal macht er sich so schön dick.
Ah, ich hab'n. Kugelfischkopf, explosiver Schleim. Geil. Also ich bin jetzt hier noch am Unterwasser rumlooten. Dann mach doch mal den Blues auf dich aufmerksam. Ich bin nämlich auch unter Wasser. Fuck, 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 da ist noch so ein Kugelfisch. Ja dann. Nimm mit. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Aber der Flitzebogen ist aber schnell kaputt, ne? Das ist echt schade irgendwie. Wieso kommt der Fisch an Wasser? An Land? Das kann ich dir nicht sagen. Das kenne ich dir, die ist aber sehr, sehr dumm. Okay, jetzt ist mein Bogen kaputt gegangen, währenddem ich den Fisch an Land bekämpft habe. Stein. So, noch ein Stein. Okay, dafür hämmer ich jetzt regelmäßig. Also ich benutze das Item, was ich habe, dauerhaft, ohne auf die Taste zu drücken. Okay, dann ist wahrscheinlich irgendwie dein Spiel gerade auf höchstem Niveau. Oh, es wird gerade hell, sehr gut. Eieiei, ich sage dir. Das kannst du aber laut sagen. Das kannst du aber laut sagen. Und ich bilde mir ein, Blues würde gerade unser Boot zerlegen. Lass ihn doch. Die Möwe auch. Bilde ich mir aber alles nur ein. Ist garantiert nicht so. Du musst da echt entspannter werden irgendwie. Was passiert denn groß? Vielleicht hat Bruce drei Teile weggenackt. Genatzt. Das kostet uns 6 Planken. Außer stand was drauf. Aber gut, die Dinger sind ja gesichert. Okay, Brooks ist bei unserem Floß tatsächlich. Den sehe ich nämlich gerade hier bei mir. Ansonsten. So. Ansonsten habe ich jetzt auch wieder einen Bogen, das ist doch gut. Hast du die Samen und so schon irgendwo hinsortiert? Oder sind die noch drin? Nee, noch nicht. Dann schmeiße ich da mal das Zeug. So, jetzt mein Bogen kaputt. Das war eben auch mein Problem. Ganz kurz. Ich muss mal gerade die Zeit aufschreiben. Jetzt habe ich natürlich keinen Stift. So, dalla. Also ich habe Bruce gerade versucht, mit dem Pfeil und Bogen irgendwie kaputt zu machen. Aber? Wievielte Folge war das jetzt gerade? Er ist einfach nur abgetaucht. Die wievielte Folge ist das gerade? Ich weiß es nicht auswendig. Zweite oder dritte? Ich habe mittlerweile eine Schaufel gebaut. Ich würde, bevor der große Vogel respawnt, nochmal zu der Höhle laufen und mir den Sand da holen. Eine gute Idee. Lass uns mal den Sand holen. Dann bin ich mal sehr gespannt, ob das nämlich so funktioniert. Ich habe jetzt habe ich gerade okay gesagt, jetzt ist mein Handy angegangen. Okay, Handy. So. Okay, Handy.
Und hier scheint es noch ein Vieh zu geben, das man mit einer Netzpistole fangen kann. Und dafür brauchen wir. Das Huhn! Genau. Und Hier das war doch Huhn. das Huhn vorhin. Wo ist das Huhn? Und Wir das. müssen diese Netzpistole bauen. Bevor wir die ablegen, nehmen wir die, weil dann haben wir nämlich auch die Eier. Das kann natürlich sein, dass die Möwen gar keine Eier mehr hergeben. Und? Ist es Dreck oder Sand? Schmutz heißt Sehr es. gut, den brauchen wir. Den brauchen wir. Tatsächlich. Zum Forschen, weißt du? Aha. Ich glaube, es wäre auch gar nicht so verkehrt, wenn jeder so eine Werkzeugkiste irgendwie baut. Für sich. Und ein paar Werkzeuge reinlegt. Soll ich das Huhn mal erschießen? Na, das hat mich schon gesehen. Nee, lass es uns doch fangen mit dieser Netzpistole. So, dann gehe ich hier nochmal ins Wasser nach diesem Kugelfisch gucken. Das sind Steine? Ach so, dann können wir natürlich, könnten wir jetzt Bruce begegnen, wenn ich zu weit rausschwimme. Ja, dann mach ihn doch mit dem Dings kalt. Oder wir schwimmen zusammen. Da ist einer. Ich Wo glaube, denn? direkt vor dir. Zwei. Mein Bogen ist kaputt. Kann nichts machen. So, jetzt habe ich auf mich gelenkt. Aber nur einen. Ja, komm dann. Mache hinne. Einer ist tot, der andere ist hinter dir. Der zweite ist auch tot. Aber wieso kann ich den nicht nehmen? Hinter dir ist noch einer, hau ab. Schwimm, schwimm, schwimm. Hast du den aufnehmen können? Den habe ich aufnehmen können, ja. Da machst du was mit. Und ja, ich finde eine Kiste für Werkzeug nicht verkehrt, weil ich keinen Bock habe, jetzt diese Schaufel die ganze Zeit mit mir rumzuschleppen. Die hat sich aber Nee, ne? maximal 15% abgenutzt. Die könnte Dann also baue ich jemand noch jetzt mal verwenden. mal eine große Kiste nur für Werkzeug. Das machen wir aber noch diese Folge und dann machen wir Feierabend und dann machen wir die nächste Folge. So. Was brauche ich denn für die Kiste? Ah ja, Bruce hat hier einen Teil rausgehauen. Dann gehe ich mal noch den Schmutz erforschen. Ja, Aha, genau. und jetzt können wir ein Feld. Du hast Wiese erforscht. Cool. Und was kann ich damit machen? Wahrscheinlich an Bord irgendwelchen Platz schaffen, mit dem du, also wo du die Viecher, die du mit der Netzkanone einfängst, hüten kannst. Okay. Stimmt. Wo ist die Kiste? Noch nicht? Oder doch schon? Oder schon? Da hast du das Ding hingebaut. Ja, warte, 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 ich bin dabei. Alles mit der Zeit. So, eine Werkzeugkiste muss ja groß sein, ne? So, dafür brauche ich jetzt noch Seile. Die hole ich mir jetzt gerade noch. So. Und dann baue ich mir jetzt hier noch eine Kiste. Und diese Kiste hier vorne. Hier ist Werkzeug drin. Warte. Das ist unsere Werkzeugkiste. Da muss ich jetzt gleich noch Schilder bauen. Na? So, jetzt haben wir das erste Explosivpulver. Davon muss ich jetzt eins opfern, um es in den Werkzeugtisch zu legen. Kann man mit dem Fischkopf was machen? Ne. Kann man mit dem Pilz was machen? Auch nicht. Pulver erforschen und jetzt können wir einen Netzkanister bauen. Und
damit können wir... Was hackst du da? Eine Möwe. Ach so. Und wieso hackst du sie? Du kannst sie einfach wie alle anderen Tiere mit E. Nein, kann ich nicht. Tack, tack. Aber sie hat sich bewegt bei mir. Die war noch nicht tot. Also wenn du auf mich drauf hacken würdest, würde ich mich auch bewegen. Okay, Freunde, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zur nächsten Folge hier auf Klamotten.lp und einfach tun die Besen raus. Macht's Abo gut. Und Däumchen nicht vergessen. Bis dann. Ciao. Aber sie hat sich bewegt.